Ein Bluttest, als der junge Israeli seinen Militärdienst antreten will, und eine Welt stürzt ein. Joseph wurde kurz nach seiner Geburt mit Jassin verwechselt, der in der palästinensischen Familie im Westjordanland hinter der großen Mauer, hinter dem israelischen Kernland groß geworden ist. 18 Jahre lang. Der Sohn der anderen von Lorraine Levy klingt zunächst arg konstruiert. So, als wollte die Regisseurin vor dem Hintergrund des jahrzehntelang währenden Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern die Frage untersuchen, ob denn nun Blut wirklich dicker ist als Wasser. Denn nachdem das Geheimnis enthüllt wurde, wessen Sohn Joseph und wessen Jassin eigentlich ist, da stellt sich sowohl die Identität der israelischen wie die der palästinensischen Familie in Frage. Bis an die Grenze zur Absurdität, wenn der als Israeli groß gewordene Joseph in einem Anfall von Verzweiflung fragt, ob er denn nun lernen müsse, mit einem Sprengstoffgürtel umzugehen. Und die Väter beider Familien tragen mit ihrer Sturheit und ihren Vorurteilen kräftig zur Anti-Völkerverständigung bei. Aber erstaunlicherweise wirkt der Sohn der anderen kein bisschen hölzern, sondern erzählt mit einer hervorragenden Besetzung aus französischen, israelischen und palästinensischen Schauspielern davon, wie die Menschen anfangen, jenseits der Mauern, die durch ihr Leben laufen, miteinander zu reden und zu lachen. Kein Feel-Good, aber ein Denk-nach-Movie, auch über verkrustete patriarchale Strukturen. Der Sohn der anderen von Lorraine Levy, empfehlenswert. Aus Verlegersicht ist Kaminski ein ungehobener Schatz. Man muss nur noch schreiben. Mann? Ich natürlich. 2002 Goodbye Lenin, 2015 jetzt Ich und Kaminski. Und hier wieder mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. Das Problem an Wolfgang Beckers neuem Film ist nicht, ja, du mich auch, dass wir Daniel Brühl, den ekelhaft selbstverliebten Klugscheißer, den besserwisserischen Möchtegern eines Kulturjournalisten, nicht abnehmen würden. Dieser Sebastian Zöllner, der sich durch die Szene und sein Leben schnort, hat angeblich die Story. Er behauptet, das letzte Geheimnis über diesen Künstler Kaminski, den blinden Maler, enthüllen zu können. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Und was ist das? Kaminski war gar nicht blind. Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde. Alles Lüge. Alles Lüge. Das könnte als Motto über dieser Medien- und Kulturwelt stehen, die Wolfgang Becker in der Verfilmung eines Daniel Kehlmann-Romans im ersten Teil von Ich und Kaminski zeichnet. Allein der Prolog mit einer gefakten Dokumentation über die Bedeutung von Manuel Kaminski als Weggefährte von Picasso, Warhol und Konsorten ist ziemlich komisch und wunderbar gemacht. Einen Haken allerdings hat Zöllners vorgeblicher Scoop über diesen Jahrhundertkünstler Kaminski. Dann bräuchten wir nur noch eins. Und was? Er muss natürlich noch sterben. Also macht sich das Ekelpaket eines journalistischen Vampirs auf den Weg in die Schweiz, zu dem Chalet, wo sich der alte Kaminski seit Jahren zurückgezogen hat. Zweck der Reise: Enthüllung Biografie verwertbarer Geheimnisse. Doch dann, wenn sich herausstellt, dass hier jetzt ein Schlitzohr auf das andere trifft, fängt der Film Ich und Kaminski mächtig an zu haken. Daniel Brühl und der vom dänischen Schauspieler Jesper Christensen gespielte Kaminski machen sich schließlich auf die Suche nach einer alten Liebe des vorgeblich blinden Künstlers. Und flugs wird der eitle, egomanische Journalist zu einem guten, emphatischen Menschen. Diese Verwandlung ist, Kehlmann-Vorlage hin oder her, an den Haaren herbeigezogen. Wolfgang Beckers Film ist so leider in zwei Teile zerbrochen. Der eine komisch und ein wenig bissig, den anderen kann man einfach nicht glauben. Ich und Kaminski von Wolfgang Becker. Enttäuschend. Mindestens 13 Leute stecken da oben jetzt noch fest. Und der Sturm wird immer... Die tragisch verlaufende, kommerziell geführte Mount Everest-Expedition von 1996, die John Krakauer in seinem Bestseller In eisigen Höhen beschrieb, ist nun auch Thema des 3D-Films Everest, den der spanisch-isländische Regisseur Baltasar Kormákur mit den Stars Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthington, Jason Clarke, Robin Wright, Keira Knightley und Emily Watson verfilmt hat. Everest erzählt davon, wie die Kommerzialisierung dieser 8000er Bergsteigerei am Everest zu solch Unglücken quasi notwendig führen muss. Und ich sehe im Tal Wolken aufziehen, sogar eine ganze Menge. Am Ende dieser Tour auf den Gipfel des Everest, des höchsten Berges des Planeten, sind viele Bergsteiger tot. Ohne Schwülstigkeit, nur mit der Macht seiner eindrucksvollen 3D- bzw. IMAX-Bilder erzählt Baltasar Kormákur von der majestätischen Übermacht der Natur, an der die Gefühle der Menschen, Ehrgeiz, Ruhmsucht, abprallen.
Der Everest ist der Everest, ist der Everest. Everest in 3D von Balthasar Kumar Kur, empfehlenswert.